Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Mission Duftwachs. Ich stehe hier wieder parat und mit Kugelbauch. Nur so zur Info mal nebenbei. Ich werde jetzt wieder 5 Düfte hier rausziehen, wie ihr das so kennt, ne? Ich habe direkt 2 hier als 2. 3, 4 und jetzt gehe ich noch mal hier hinten rein, schön tief. Nehme ich die Tüte hier. So, 5 Stück habe ich. Sehen wir uns gleich wieder. Hallöchen, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Mission Duftwachs. Ich habe es tatsächlich mal geschafft, ein bisschen schneller das aufzubrauchen. Weil ich einfach immer was angemacht habe. Wenn mir das dann halt aufgestoßen hat, dufttechnisch, habe ich es einfach ausgemacht. Aber viele Sachen habe ich eh nicht mehr gerochen. Sei es wegen der Schwangerschaft oder sei es wegen zu alt oder sowas, ne? Ja, ich fange wieder an mit den Düften, die ich gerade hinten rausgezogen habe. Meine Kiste stelle ich jetzt hier hin. Da habe ich Beautiful Fragrances, French Lavender and Honey mit Vanilla Bean Noël. Ne? Das sind so 2 Brocken. Ja. Man riecht noch was, sind auch keine Ballermänner mehr. Ich weiß auch nicht, wie das so sonst bei Beautiful Fragrances ist. Ja, werde ich aussetzen. Aber da ist irgendwas Minziges auch drin, oder? Naja, aber Vanilla Bean Noël rieche ich eigentlich nicht. Dann habe ich von Yankee Candle den Winter Forest. Ja, das riecht noch richtig schön nach Wald. Da freue ich mich drauf. Das wird bestimmt was Schönes werden. Dann haben wir hier von Ice Flower Violet Frosting. Ich hoffe, dass das... ich habe nämlich Kühlpacks gerade. Wie nennt man diese Dinger? Man kann die warm kompressen, Kühlkompressen. Habe ich im BH drin, weil mir die Brüste gerade sehr wehtun. Deswegen habe ich das extra... Dass man das so ein bisschen sieht. Ja, das riecht schön. Das riecht halt nach was Blumigem. Ich bin gespannt. Aber großartig kann ich da jetzt auch nicht viel rausriechen. Dann habe ich von Bears Wax Bakery Bedtime Baby. Ist übrigens dieses Mal auch die Sondermarke. Auch ein sehr zarter Duft. Ist auf jeden Fall ein zarter Duft, kann das sein? Ja. Aber mehr rieche ich auch nicht mehr. Und dann habe ich hier von Duft Lovers die Oktobersonne. So ein bisschen was von der Tafel. Ja, da rieche ich was. Was allerdings, kann ich euch auch nicht sagen, um ehrlich zu sein. Ich rieche, glaube ich, aber auch eine Wachsnote. Gucken wir mal, ne? Bin gerade ein bisschen enttäuscht von den ersten Sachen. Okay, dann machen wir weiter mit Bea, mit der Sondermarke. Von Bea habe ich insgesamt noch 31 verschiedene. Also wenn die hier weg sind, dann nur noch 26. Es neigt sich dem Ende, aber da bin ich auch froh drüber, weil ich brauche unbedingt jetzt Platz wegen Baby und so, ne? Deswegen, ja, nichtsdestotrotz, mit meinen Wachsen, die bunker ich ja auch, ne? Es kommt ja dann halt auch immer was on top. Gut, ich fange jetzt erstmal an mit einer Sache. Also ich habe hier 2 Sachen, da sind nur noch eine Sachen drin. Das ist einmal Cactus and Sea Salt. Ich hoffe, es ist relativ dunkel, ne? Es ist so eine schöne Blume. So. Oh, die riecht aber noch sehr schön. Das riecht halt so, wie man es sich vorstellen kann, ne? Grün und schön salzig. Könnte ich mir auch gut im Sommer vorstellen, aber das geht auch jetzt.
So, dann habe ich den White Cashmere. Das ist natürlich voll was für ja, die jetzige Saison, ne? So eine etwas größere Blume, die kann man bestimmt zweimal düfteln. Ich rieche was. Das ist so ein leichter, wie so eine Art Soft Blanket Duft. Nur ein bisschen weicher. Kann ich mir gut vorstellen. So, dann haben wir den Day at the Beach. Ist natürlich, also vom Namen her, könnte es natürlich eher so ein, stellt er sich scharf, so ein Sommerduft sein, ne? In so einem Scentshot. Ja, kommt mir bekannt vor. So ein bisschen Monoi de Tahitien-mäßig, kann das sein? Bin ich aber gespannt drauf. Dann habe ich die Rosenblüte, da habe ich direkt hier 4 Stück von. Ich liebe ja Rosendüfte. Ihr offenbar nicht so, war in meinem Shop Miss Curly Wax, habe ich jetzt übrigens auch eine Internetseite für, Rosendüfte gehen nicht so gut, ne? Dabei habe ich richtig gute Rosendüfte. Ja, und der ist auch schön. Das ist wie so eine Art Potpourri-Rose. Hm, mag ich. Und dann habe ich noch so einen Beutel, so ein Meltbag mit I Love Kashmir. Das sind so kleine Engel. Ja, und der ist schön. Oh. So, also das ist ein schöner Kaschmirduft, den mag ich. Der ist aber kein Ballermann, aber es ist trotzdem ein schöner Kaschmirduft. Und jetzt kommen wir zu den 5 gezogenen. Da habe ich einmal, fangen wir hier an, von Iceflower habe ich noch 57 verschiedene. Da habe ich den Havana Nights gezogen. Genau. Riecht parfümig. Leicht tabaklastig. Aber vielleicht lasse ich mich auch für den Namen hier gerade voll irreführen, ne? Aber ich finde, der ist parfümig. Gucken wir mal, aber der ist, glaube ich, auch schon was älter. So alt, dass da nichts draufsteht. Ich habe auch gerade erst angefangen, die Daten drauf zu drucken. Bei meinen. Ja, dann haben wir selbstgegossene 55 Stück. Da haben wir Rhubarb Crumble oder so ähnlich. Die habe ich selber mal im Tauschpaket bekommen, aber man konnte das Etikett nicht mehr lesen oder war nicht ein PP drin, dass ich das umgefüllt habe. Und das ist ein krasser, also der riecht noch ordentlich. Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein, ob der mir gefällt. Ich glaube, das ist so ein Küchenduft. Dann von Traumdüfte, 75 verschiedene. Habe ich nicht gefunden, das, was hier drauf stand. Dann habe ich gedacht, komm, dann mach die Augen zu und greif einfach nach etwas. Und da habe ich den Moonlight Pass mit Walk in the Wood gezogen. Ja, man riecht den Moonlight Pass definitiv. Das ist so ein pudriger Duft, so ein, ja, so ein pudrig frisch wie, aber vielleicht ist auch der Walk in the Wood das andere, aber der ist schon pudrig, so ein bisschen Babypowder-mäßig, nur halt kein Babypowder in dem Sinne. Mag ich aber. Dann habe ich von Woodwick, habe ich 12 verschiedene, da ist es der Lavender Cedar geworden. Und der ist sehr, sehr holzig, also sehr. Ich rieche, um ehrlich zu sein, auch kaum Lavendel hier raus. Der ist für mich, das ist so ein Aftershave-Duft tatsächlich für mich. So ein Aftershave, wo dann halt vielleicht ein Spritzerchen Lavendel drin ist. Also, vielleicht warm. Mal gucken. Und dann noch Goose Creek, da habe ich... Hier steht 25. Ich habe auch was gezogen, was ich gar nicht mehr habe. Das habe ich während des Auslosens schon gedacht. Deswegen muss ich die gleich löschen. Demnach habe ich da eigentlich nur noch 22. Aber ich habe dann halt das, was da drunter war, schon mal aufgeschrieben, weil ich wusste, das habe ich nicht mehr. Weil es war Welcome Home. Aber jetzt ist es dann halt der Lemon Peel geworden. Und ich weiß, dass dieser sehr, 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 sehr schön zitronig ist. So eine Zitronenlimo. Ja, voll. Richtig brausig. Ja, da bin ich mal gespannt, weil viele solche Düfte sind jetzt in meiner Schwangerschaft, riechen nach Klostein. Ich hoffe, dass dieser jetzt hier nicht nach Klostein duftet. Ja, und das war's. Endlich habe ich mein Büchlein wieder. Das war's. Mein Körbchen ist jetzt wieder gefüllt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis bald. Ciao.